Das sind doch wirklich Top-Nachrichten, liebe Freunde. Ich freue mich richtig für Kingsley Coman. Es war ja bekannt geworden, die Bayern haben es ja selber bekannt gemacht, dass er am Herz operiert wurde. Ja, das hatte Nagelsmann auf einer Pressekonferenz gesagt. Es gab ja immer mal wieder Probleme bei ihm, was die Atmung vor allem anging. Und da wurde er jetzt in einer kleinen Operation quasi, sollte das Problem gelöst werden. Und es scheint erfolgreich gewesen zu sein, denn es ist heute ein Video auf Twitter aufgetaucht, dass Coman schon wieder seine ersten Runden läuft. Und das freut mich, weil so eine Operation ist natürlich nie zu spaßen. Ja, es kann immer mal zu Komplikationen kommen. Das war jetzt nicht der Fall. Gott sei Dank geht es ihm gut und er ist jetzt schon wieder auf dem Platz. Zumindest läuft er sich schon mal warm, dreht die Runden und wird wahrscheinlich auch bald wieder dann spielbereit sein für die Bayern, was mich extrem freut. Ja, dass mit Herzproblemen nicht zu spaßen ist, auch als Leistungssportler, ist ganz klar. Gab schon einige Fälle von Spielern. Ja, zum Beispiel auch Eriksen bei der Europameisterschaft. Und aber auch schon andere, die Probleme hatten. Und deswegen finde ich es gut, wenn man dagegen, so schnell es geht, dann etwas unternimmt. Ja, also jetzt bei Coman ist er dann sportlich gesehen auch eine gute Option natürlich für die Bayern, auch wenn sie jetzt aktuell nicht unbedingt schwächeln, auf gar keinen Fall. Aber es ist eine weitere Option, eine weitere Waffe für die Offensive quasi, wenn er dann spielbereit ist. Und bei den Bayern kann man gerade überhaupt nicht meckern. Leroy Sané kommt besser in Form, jetzt kommt wieder Coman wahrscheinlich bald zurück. Gnabry sowieso gut drauf, Lewandowski super drauf, gerade den goldenen Schuh gewonnen. Also bei den Bayern läuft's, kann man sagen. Oder Freunde, wie ist eure Meinung? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr in die Mitte klickt, kommt ihr zum letzten Video. Die Mutter von Cristiano Ronaldo hat gesagt, dass Cristiano Ronaldo Junior jetzt schon besser ist, als Ronaldo damals war. Was genau ist da los? Was geht ab bei Cristiano Ronaldo Junior? Fahrt ihr, wenn ihr in die Mitte klickt? Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.